Und willkommen zurück bei The Walking Dead Season 2. Wir sind unterwegs mit Onkel Pete und Nick und sind hier auf einen Haufen Toter gestoßen. Und nun gilt es herauszufinden, was mit denen passiert ist oder warum die hier überhaupt rumliegen so sinnfrei. This one's shot too. Through the head? Yeah. Check the rest. And look for ammo. We're running low. Wisst ihr, wer das ist? Wisst ihr noch, wer das ist? Ich weiß es. Schaut euch 500 Days an. Das müsste doch der Typ gewesen sein mit seiner merkwürdigen Jacke. Ich laufe mal so ein Stückel schneller. So, haben wir hier noch irgendeinen zum Durchgucken? Betrachten Sandbank. There are more out there. This wasn't no rinky-dink pissing match. What was it then? Fubauer. Where are you going? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? We gotta get out of here now. Jesus Christ, get a hold of yourself. What if someone's alive, Nick? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later, you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clem. You want to be useful? Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble. Mit einer Waffe wäre ich nützlicher. Just like baiting a fish. I'd be more useful with a gun. I don't doubt it. At some point, you guys have to trust me. Hell, I trust you. But not everyone's at that point yet. Give them time. Look, just keep your head on straight. Same deal. We're shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Okay, Pete, ich gucke. Ich bin mir echt nicht sicher, aber ich glaube, das waren die. Also, zumindest bei dem Kerl von eben war ich mir sicher, dass das der von... Von dem Diner von der Raststätte war. In 500 Days. Hä? Ja. What happened to you? You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her? Please, tell me. Tell me. Please. Na los. Nein. Pete, I'm fine. I'm fine. Nicht gebissen, oder? Just lost my footing. Damn it. Nein! Damn it. I'm out of ammo! Come this way!
bitch. Damn it! You get your asses over here, both of you! I'll cover you! We gotta get out of here! Okay, wir gehen weg. God damn it! Ja, wir gehen weg. Das tut mir leid, Pete. Es tut mir leid. Er ist eh gebissen. Und wir müssen Entscheidungen treffen. Das nächste Mal bei The Walking Dead. War das jetzt richtig oder was halt? What are we gonna do? Someone's outside. Someone came here looking for you. A man. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? I can't keep going. I figure we got about 4-5 more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. You were dead. Oh. Okay, did you try to save Krista? Do you kill the dog? You wanted the man? Nico, Pete? Ja, wahrscheinlich wären wir zu Pete gelaufen, hätten wir wahrscheinlich Nick da zurückgelassen. Und der Pete war eh gebissen. Es ist so. Er war gebissen. Man hat's gesehen. Nicht wie bei uns. Wir waren von einem Hund gebissen worden und nicht wie er. Deshalb, das... Damit rechtfertige ich meine Entscheidung. Gut. Übersetzt von schote.ez, beteiligt an der Übersetzung Wahlen. You hold your every breath. Life is for the living in the water. Oh. Na gut, ja, jetzt müssen wir wieder nach jeder Episode diesen tollen Screen hertragen. Aber coole Musik, über die ich mal drüber labe. Vielleicht bekomme ich dann ja nicht den Drittanbieter-Dingens, was ziemlich nervt. Ja, nervt mich so sehr. Ja, das nervt mich sehr. So sehr. Mit David Ramirez und Evan Kirk. Alex Jacob, Jake Roadkin. Naja, wie immer sind wir am Ende angelangt, wenn die Folge gerade erst begonnen hat. Heißt, wir starten gleich in die nächste. Wie immer. Ach ja. Aber ich denke, wir haben richtig gehandelt. Ich hoffe es. Er hatte keine Munition mehr und wir hätten ihn nicht retten können. Er wäre so oder so gestorben, denke ich. Und bei Nick bin ich wirklich noch gespannt, wie der sich jetzt entwickelt im Laufe des Spiels. Ob er dann doch noch erwachsen wird und das Ganze einsieht und so ein bisschen Eier in der Hose bekommt.
wie Clementine. Weil die hat sich echt schon ganz schön gemacht, muss ich ja sagen. Im Gegensatz zu Season 1. Das muss ich echt sagen. Ach komm, jetzt schickt sie aber echt mal. Zeus the Cat, aha. Telltale Incorporations. All rights reserved. Jawohl. So. Das war's. Tschüss. Nein. Ende. Ja. Schön. So. Spielen. 2. Starte Episode 2. Jawohl. Previously on The Walking Dead. I'm freezing. Wait till we get up to Wellington, then talk to me about cold. I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit! Krista, run! I'm out. Grab her, let's go. Would someone mind telling me what the fuck is going on here? She was bit by a dog. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I don't know. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, and Joseph. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. Ah! I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Come this way! Damn it, you get your asses over here, both of you! Pete! No! We have to go. You could have saved him. Hätte ich nicht. Just leave him. Aber das wird uns wahrscheinlich jetzt noch ewig verfolgen. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment, übersetzt von Schote.bz, The Walking Dead. What's going on here? Q! Und E! Was macht er denn? Was tut es? Eine Kiste voller Apples. Ja, es tut mir leid. I'm sorry about Pete. Whatever. Why'd you leave my uncle? Back at the stream. Er wurde gebissen. Follow me. Pete got bit. What? He got bit. He wasn't going to make it. What do we do now? I don't care. If we're stuck here, we should at least look around. Maybe we can find something to help us get out of here. Knock yourself out.
Oh, Nick, oh, Dick. Das wird noch ein Spaß werden mit Ihnen, denke ich. Was haben wir denn hier alles fein? Wir gucken uns nur schon mal um. Ich denke, wir machen die Folge jetzt ein bisschen kürzer, weil die letzte... Vielmehr die letzten Folgen waren ja echt so unglaublich lange. Und ich denke, dann können wir eigentlich hier schon mal jetzt eine Pause machen. 15 Minuten, ja, das dürfte okay sein. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hier bei The Walking Dead. Bis dann, tschüss!